Du sagst, wenn du soweit bist. Bin ich. Hast du die Begrüßung schon gemacht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in Icarus. Heute machen wir die Mission Crystal Extraction. Natürlich ohne, dass wir die Mission kennen. Und begleiten tut uns Jürgen. Schönen guten Abend. Eventuell kommt noch Bad Boy dazu später. Das werden wir noch mitkriegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wo bist du gelandet? So, warte mal, ich gehe auch gerade mal rein in den Stream. Moment bitte. Einen wunderschönen guten Abend an die Community. Ich begrüße euch wieder mal ganz recht herzlich zu einem neuen Abenteuer von Icarus. Jo, ich bin aber heute Abend wieder mal nicht alleine. Und zwar habe ich eine Begleitung, eine weibliche Begleitung und sogar aus dem benachbarten Ausland, aus der Schweiz, die Mel. Hallo Mel, grüß dich. Hallo. Jo, und ja, wir sind hier auf der, wie heißt jetzt die nochmal, auf der Prometheus, also auf dem neuen, auf der neuen Map. Ja, und zocken heute Abend die Kristall Doppelpunkt Extraction. Nee, fragt mich nicht, was euch da erwartet. Ich weiß es selber nicht, aus einem ganz einfachen Grunde. Die ist total neu. Ja, und was soll ich da sagen? Ihr müsst euch echt überraschen lassen, weil ich weiß es selber nicht. Ja, also ich bin gleich hier durch mit meinem Sortieren und dann würde ich sagen, suchen wir zuerst mal die Mel, wo die sich rumtreibt, dass wir uns da zusammen gesellen können. So, habe ich alles sortiert. Okay, mal die Map aufmachen, mal schauen, wo sie ist. Du hast eh keine andere Wahl, weil die Kapsel ist hier. Ah, okay. Ja. Ja, also okay, dann komme ich mal zur Kapsel. Wo ist denn die da? So, was brauche ich alles zum Pfeile herzustellen? So, halt, da haben wir schon. Da haben wir schon Oxid. So, was brauche ich denn da? Stein, gell? Wenn mich nicht alles täuscht. Stein und Fasern. Also für Steinpfeile. Okay. Dann sammeln wir da mal ein bisschen. So, ja, aber ich glaube, ich komme jetzt zuerst mal in deine Nähe runter. Also hier ja, ist jetzt auch Wasser. Ja, ich höre dich schon klopfen. Also hier haben wir ein Steinchen. Soll ich da mal ein bisschen was wegklopfen? Du musst einfach im Fluss entlang. Ja. Ich will nur mal eben noch ein bisschen Stein hier wegklopfen, damit ich nachher Steinpfeile bauen kann. Und dann mache ich mich auf die Socken zu dir runter. Jetzt geht mir die Ausdauer wieder aus. So, jetzt haben wir sie. Also. Ah ja, da ist sie ja. Da läuft eine rum, die sieht aus wie du. Sachen gibt's, ja? Ja, schon eigenartig. Wahnsinn. Ja, ja. So, also Herstellung.
Steinpfeile, ja gut, das ist das Einzige, was wir im Prinzip ja jetzt machen können am Anfang. Mehr ist ja nicht drin. Ich hoffe, dass der Ton so passt vom Ganzen her. Ich habe die Einstellungen, sprich, ich habe mir etwas vor dran getan. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist mit dem Ton, aber ich hoffe, es geht. Ich habe ein Schweinchen erlebt. Schweinchen, dich war das. Oh, da ist eine Kapsel. Ja, habe ich ja gesagt. Die ist aber nicht von mir. Die ist. Okay. So. Die ist von der Firma, die da will, dass wir da irgendwas machen. Ah, ich guck mal rein. Ach du grüne Neune, was ist denn da alles drin? Ach gut, die Thermoskan, die werden wir wahrscheinlich brauchen für das Eis nachher. Ja, wir müssen ja, so wie es aussieht, eh ins Eisgebiet. Okay, super, guck mal, da hat die Eisbohrer ja schon drin, ey. Ach, genial. Aber vermutlich fehlt trotzdem irgendwas. Ja, mit Sicherheit. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. So wie ich Icarus kenne, fehlt irgendwas. Ja. Also du, ich nehme mal die Hälfte raus. Ja, okay. Ah, du bist da, okay. Dann nehme ich gleich die andere Hälfte raus. Genau. Den Eisbohrer kann man sogar so transportieren, da muss man nicht einmal okay. in das G rein tun. Vorsicht, Vorsicht. Die Kapsel hebt wieder ab. So machen wir jetzt mal. Oh, schön, schön. Da. Also, gucken wir mal, wo ist die Markierung? Dann würde ich da sagen, laufen wir gerade da an dem Spalt. Ich setze mal eine Markierung, blaue Markierung. Siehst du irgendwo eine Markierung? Ja, oben, oben, die blaue Markierung, wenn du im Fadenkreuz oben guckst. Siehst du nicht? Ganz oben in der Mitte. Ja, ja, schon. Aber es gibt keine Markierung, wo wir hin müssen. Ja, doch, doch. Du musst einfach jetzt mal mit M die Karte aufmachen und musst mal gucken. Und an der blauen Markierung vorbei und dann kommt ein blauer See und dann kommt nochmals ein kleiner blauer See und da ist die Markierung. Ah, dort unten. Ich dachte, ja. Wir müssen oben. Ich habe gar nicht gewusst, dass unten auch noch ein Eisgebiet ist. Siehst du? Ich war noch nie dort im Eisgebiet. Nee, ich auch noch nicht, aber... Bis jetzt, nur bis jetzt war ich doch. Nur oben. Ich habe dort oben die Markierung gesucht. Ja, ist bei dir da schon aufgedeckt? Nein, nur doch, der See und bis circa dort, wo die Markierung ist, aber alles andere drunter nicht. Nee, bei mir ist alles aufgedeckt. Gut, dann lass uns mal hin. Gehen wir vielleicht runter ans Wasser, zuerst mal was trinken. Damit wir ja wenigstens die Flasche mal voll haben. Wir müssen dann noch aufpassen. Ah, guck mal, jetzt ist die eine Flasche auch voll. Die Uhrzeit? Ja. Also ich hätte genug, um einen Schlafsack zu machen im Moment. Kann ich eigentlich gut schnell machen. Ja, warte mal, dann gucke ich auch, ob ich mir einen herstellen kann. Also einen habe ich mal. Ne, mir fehlen noch Fälle. 14 Fälle fehlen mir noch. Ja, aber warte, Fackel mache ich auch gerade. Warte mal, das ist ja kein Problem. Da ist ja gerade so ein Hirsch rumgelaufen. Wo ist denn jetzt der? Was ist denn das hier, wo da rumläuft? Ein Hase. Ja gut, der gibt nicht viel. Ah, guck, da hinten ist er. Also ich brauche keine mehr. Ich habe genug Fälle. Ah, haut der ab, ey. Ja. Bleib stehen. Bären mit. Ah. Weißt du, wie das ist? Muss man jetzt die neue Flasche auch rausnehmen, wenn man ins Eisgebiet geht, oder? Ja, würde ich auch. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Hier hat's noch Karotten.
Mal was essen. Ja, sag mal. Bin ich jetzt zu doof, um den Hirsch da zu erlegen? Der kriegt aber auch gar keinen Schaden, ey. Du meinst den? Den da hinten, wo da am... Jetzt liegt er. Weil ich ja noch die Felle brauche. Na, wo ist er denn? Wo bist du? Da ist er doch. So, oh ja. Super. Das hat richtig schön. Oh, aber jetzt muss ich was rausschmeißen, ey. Ich bin total überladen. Ja, sag nichts. Ich fang auch schon an damit. Überladen zu werden. Stöcke brauche ich jetzt noch. Stöcke. Ah, einfach einen Baum umhauen, oder? Und dann. Ja, die kann man ja selber machen, die Stöcke. Ja, ja. Wo bist denn du? Ach, da drüben. Axt, die vier. Ja, warte mal, eine blöde Frage. Ich habe doch jetzt gerade mein Dings aufgefüllt. Ah doch, okay. Oh, Gewitter. Leichter Hagel. Wo gehen wir hin? Gute Frage, nächste Frage. Ich ja, müssen wir einen Stein aushöhlen irgendwie. Wäre die einfachste Möglichkeit. Ja, ja, also gut, dann laufe ich jetzt mal zu dir hin. Vielleicht findest du irgendwo einen Stein. Also da vorne ist ein größerer Stein, der sollte für beide reichen. Ja, okay. Das war hier. Das ist ein Vieh. Ah, das ist eine Art. Jetzt ist nur das Problem. Ich kann den nicht aushöhlen. Wieso nicht? Ich baue den sonst ab. Wo bist denn du? Ah ja, okay. Da müsste es zu sein. Also das Risiko ist da, dass ich den sonst auseinanderbaue. Ja. Ich sehe dich gar nicht. Ist der da sein? Ja? Ah gut, ich kann den aushöhlen. Ah, du bist beim Schneegebiet schon. Ja. Dann guck, dass du da herkommst. Ja. Ich war jetzt gut. Noch beim alten Gebiet, also fast am Anfang. Ich habe nicht gesehen, dass du das machst. Ja, ach so. Ja, weil ich habe dich auf der Karte gesehen, dass du hier bist. Hier unten. Also ich sitze schon in dem Stein. Mal M, die Karte. So, du musst ein bisschen rechts. Ein bisschen rechts. Ich lotse dich, noch ein bisschen rechts. Und jetzt kerzen geradeaus. Ja, das Problem ist nur, dass meine Ausdauer so ziemlich am kaputt ist. Ja, aber du bist gleich bei mir. So, und jetzt wieder ein ganz klein wenig rechts. Ja, ja, ja. Und jetzt ein bisschen links. Stopp, dreh dich um. Da sitze ich. Ah, ja. Genau. Ducken und rein. Genau. Da ist zwar hinten ein kleines Loch, aber das stört uns nicht. Der Balken geht runter, also von dem her ist es egal. Mhm. Wenn der Balken runter geht, ist es alles. Wenn er oben, also weiter gegangen wäre, dann hätte man eine andere Lösung finden müssen, aber so ist es optimal. So, Schlafsack kann ich auch herstellen, okay. Habe ich auch schon einen. Mhm. Die Feuerstelle habe ich ja dabei. Okay. Die Fackel habe ich auch schon. Ah, die habe ich auch noch nicht. Ich glaube, dann machen wir einfach mal eine einfache hier. Das reicht ja. Kann ich dir, warte mal schnell. Ich habe eine. Ich habe eine, das ist halt die normale Holzfackel. Ja, ich könnte dir eine bessere Fackel herstellen. Ah, okay. Weil ich hätte noch Schwefel dabei. Aber schnell schauen. Soll ich die
die an auf den Boden werfen? Ja, ja. Ja, ja. Dann leg sie einfach auf den Boden runter. Siehst du die? Nee, das war jetzt. Das war Samen, wo du hier rausgeschmissen hast. Mhm. Nein, war eine Fackel. Aber eben, das ist halt der Nachteil am Boden. Ist das meistens nicht so praktisch. Ah, ich glaube, hier ist sie. Hier ist sie. Ja, Holzfackel hier. Ich hab sie. Danke. Bitte. Ja, sonst hätte ich noch mal eine gemacht. Ja, so dramatisch gewesen. Was wir jetzt vielleicht mal gucken müssen, ist, wo wir eine Höhle oder sowas finden. Weil wir sollten ja auch mal pennen. Ich denke, wenn wir jetzt hier weitergehen, auf der Map, da ist ja, so weißt, eine Wand. Ich denke mal, da würden wir auch irgendwann mal auf eine Höhle stoßen. Ja, theoretisch können wir weitergehen, weil die letzte Wolke ist jetzt vorüber.